Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden dem Antrag der SPD zustimmen. Ich finde es schon gut, dass wir über den Punkt auch noch mal reden, weil ich finde, es wird zu einfach gesagt, da wurde halt ein Fehler gemacht. Die Sozialwohnungsquote ist seit mindestens 2017 ein Thema gewesen. Von Anfang an war ein Thema, dass Investoren das gerne auch umgehen und irgendwie versuchen, Ausnahmen zu finden, die Sozialwohnungen an anderer Stelle errichten, die Zahl oder die Fläche möglichst klein halten. Und ganz am Anfang war ja immer die Stimmung dagegen, gegen die Sozialwohnungsquote, dann finden wir keine Investoren mehr. Wir haben sie eingeführt, inzwischen finden es alle gut, angestellt zunächst bei 60%, wir sind immer noch bei den 30%. Trendwende, finde ich, ist da sehr positiv gesprochen, wenn man so weit unten bei der Zahl der Sozialwohnungen ist. Da kann es ja quasi nur noch bergauf gehen. Und es ist schön, wenn jetzt wieder Sozialwohnungen beantragt werden, aber für eine Trendwende, übermorgen ist Tag der Wohnungslosen, die Zahlen sind weiter steigend von den Obdachlosen, also da ist einfach auch noch sehr viel mehr zu tun. Und wenn wir uns die Wäscherei ansehen, ich finde, dann geht es ja schon darum, wie ernst werden die Schlüsse genommen. Und mein Eindruck damals war schon, das war damals auch tatsächlich inhaltlich nicht wirklich gewollt, weil man mit dem Investor schon was anderes aufgemacht hatte. Weil man diese Wäscherei schick renovieren wollte. Das wären sicher wunderbare, schöne Wohnungen, das werden sich nur einfach viele nicht leisten können. Und Frau Wedderke, ich weiß, das war vor Ihrer Zeit, das war bei Herrn Neubauer, aber wir hatten ja Diskussionen, wo es genau darum ging. Es ging damals schon um die Diskussion, man kann doch in so einem Gebiet nicht noch Sozialwohnungen, wie soll man sich das denn leisten können? Und Sie haben sie dann reingeschrieben und ich denke mal, das Investor wusste damals schon, ja, schreibt das mal rein, keine Strafzahlung drin, keine Verpflichtung, da unterschreibe ich. Also ich glaube, wir müssen da schon ein bisschen tiefer gehen, wenn wir solche Fehler in der Zukunft vermeiden wollen. Wir hatten auch über Salzmann damals die Diskussion. Da hieß es ja im Herbst, und das hieß es ja jedes Jahr, geht es wirklich los. Wir hatten damals gesagt, schreiben Sie eine Bauverpflichtung in die Verträge. Erhöhen Sie die Strafe nicht nur 10.000 Euro, wenn man eine Sozialwohnung nicht errichtet. Also ich meine, bei den drei, die man für Wohnungen bekommt, hat man das ganz schnell wieder drinnen. Von daher ist schon der Punkt, einmal natürlich das Signal bei diesem konkreten Bebauungsplan an den Investor, nee, also Verträge gelten schon was in dieser Stadt. Und es gibt doch vielleicht, ich bin schon optimistisch, dass man da schon auch noch rechtliche Möglichkeiten findet. Ich weiß nicht, inwiefern Beratungen in Frankfurt oder anderen Städten, die damit schon viel länger hantieren, auch stattgefunden haben. Vielleicht wäre auch nochmal ein Bericht, was genau die Rechtsgrundlage, was da die Einschätzungen sind oder was die Lücken sind, das gut nochmal ausführlich darzustellen. Aber ich finde, das Wichtige ist ja, dass wir daraus auch für andere Bebauungspläne lernen, damit wir nicht in 5 Jahren wieder dastehen und sagen, war halt ein Fehler. Und ich glaube, es war damals wirklich eine inhaltliche und nicht einfach nur eine rechtliche Frage, weil der Beschluss zur Sozialwohnungsquote, der war schon viel früher da, der war nicht kurz davor, sondern kurz davor war die Erhöhung dann mit der Hektargröße auch eine Lehre aus dem Bebauungsplan damals. Und es gibt insgesamt tatsächlich eine Trendwende zu erreichen, natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, da sollten wir uns die Sozialwohnungsquote insgesamt nochmal ansehen, ob wir nicht auf 60% hochgehen wie in anderen Städten. Da sollten wir uns die Bodenpolitik ansehen, da sollten wir uns die Belegungsrechte ansehen, da sollten wir gucken, wie wir viel mehr öffentliches Eigentum bekommen, weil Beispiel Wäscherei, bei privaten Investoren, die haben natürlich auch immer andere Interessen und uns als Stadt muss es ja darum gehen, alle Wohnraum zu versorgen.